Wir sind alle so froh hier vom Haus, dass wir jetzt endlich wieder langsam Normalität hier vorfinden, dass so viele von Ihnen gekommen sind. Wir dürfen ja immer noch nur die Hälfte besetzen, aber immerhin, Sie haben die Hälfte der Plätze heute besetzt. Vielen Dank fürs Kommen. Wir haben ja heute hier das Klaus-Graf-Quartett auf der Bühne. Er hat öfter schon hier gespielt mit verschiedenen Formationen, aber das erste Mal hat er heute seine Band aus Nürnberg hierher mitgebracht. Dass wir die Konzerte jetzt die ganze Zeit durchführen konnten, in den zwei Corona-Jahren bis heute, auch Videos gemacht haben, die, ich glaube, jetzt sind es mittlerweile 8, einschließlich heute, die können Sie auf unserer Seite immer wieder mal zwischendurch vielleicht abrufen. Da können Sie auch Konzerte der letzten 2 Jahre nachhören. Dass wir das alles so können, danken wir natürlich. Und da sind wir sehr froh über die Treue unserer Sponsoren. Das ist die Esslinger Zeitung, die Kreissparkasse Esslingen, die Immobilienfirma Metzger und die Praxis für Kieferorthopädie. Und speziell bis heute, dass wir auch diese Videos machen können, haben wir vom Land Baden-Württemberg die Unterstützung Kunst trotz Abstand bekommen. Und darüber sind wir sehr froh, weil eben, wie gesagt, nur die Hälfte der Plätze besetzen heißt natürlich einbußen. Darüber sind wir deswegen sehr glücklich. Wir haben natürlich auch einen sehr komplizierten, aber intensiven Antrag gestellt dafür. Ja. Also Klaus Graf wird in der Stuttgarter Zeitung, ja, das haben Sie vielleicht gelesen, angekündigt. Da steht: ein Melodienzauberer und Harmonienausloter. Also da können Sie sich jetzt freuen auf ein tolles Konzert mit seinem Quartett aus Nürnberg, das Nu-Quartett. Klaus Graf, bitte zur Bühne, begrüßen Sie ganz herzlich die Band. Thank you.
Nürnberg. Ja, ich unterrichte schon ziemlich lange in Nürnberg an der Musikhochschule und in diesem Umfeld habe ich diese fantastischen Musiker hinter mir kennengelernt und die möchte ich mal kurz vorstellen. Am Flügel, für mich einer der besten Pianisten in Deutschland, von mir aus auch in Europa. Er ist inzwischen sogar ein Kollege von mir in Nürnberg an der Musikhochschule. Aus Nürnberg, Andy Veit. Dann haben wir am Kontrabass einen jungen Mann, der in Nürnberg studiert hat. Der war sogar bei mir mal in der Jazz-Rock-Fusion. Er hat allerdings eh was gespielt. Im Ensemble, das ich dort in Nürnberg leite. Und er lebt inzwischen in Berlin. Und ich sage es gleich vorweg, alle Arrangements heute Abend von ihm. Das ist Max Leis aus Berlin. Julian V. gehört auch zu den Leuten, die in der Bundesliga gerade ziemlich Pech haben. Der kommt nämlich aus Fürth. Ursprünglich lebt, aber das geteiltes Leid, würde ich sagen. Wir sitzen da im gleichen Boot. Genau. Lebt aber in Nürnberg, ist ja nicht praktisch. Ja, nur die Stadtgrenze. Er war auch bei uns an der Musikhochschule und hat dann noch in diversen anderen Ländern seinen Master gemacht und seine Erfahrungen gesammelt. Ein fantastischer Schlagzeuger. Das ist Julian V. Ja, und die jungen Herren, die sind vor ein paar Jahren mal eingesprungen, als mein Quartett eine Ungarn-Konzertreise nicht machen konnte, mein Stuttgarter oder beziehungsweise baden-württembergisches Quartett. Und dann haben wir so viel Spaß gehabt, dass wir gedacht haben, wir spielen noch öfters zusammen. Wir haben auch eine wunderschöne CD aufgenommen und wir haben uns der Musik von Duke Ellington Billy Strayhorn verschrieben. Diesem fantastischen Komponisten-Duo. Und wenn man sich auskennt, weiß man, dass Billy Strayhorn eigentlich die meisten Stücke als Ghostwriter von Duke Ellington geschrieben hat. Und wir werden heute Abend diese Musik zelebrieren. Wir haben angefangen mit einem Stück von Billy Strayhorn, Johnny Come Lately. Wahrscheinlich Johnny Hodges, dem Lead-Altisten der Duke Ellington Band gewidmet. Der war nämlich normalerweise bei den Konzerten am ersten Set immer abwesend an der Bar und kam erst zum zweiten Set zur Band. Also Jungs, tschüss. Ich bleibe hier. Wir spielen jetzt I Got It Bad von Duke Ellington. Eine Premiere. Thank you.
Thank you.
stellen wir mal kurz die Band vor. Am Schlagzeug Julian Schau. Don't mean a thing if it ain't got them. You know? Thank you.
Thank you.